Mit der Ökologie werden wir die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen. Ohne Ökologie werden wir sie verlieren. Das hat Peter Hinze vor 25 Jahren gesagt. Da war er noch Generalsekretär unserer Partei. Und damals hat er mit anderen, wir haben es dann auch gemacht, dafür plädiert, die soziale Marktwirtschaft zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Wir haben das 1994 in unser Grundsatzprogramm gemacht. Entsprechend diesem Gedanken, soziale Marktwirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, kann es eigentlich keine sich ausschließende Alternative zwischen grüner und schwarzer Null geben, sondern es kommt auf die Verbindung der beiden an. Das ist wie bei der sozialen Marktwirtschaft. Warum war die soziale Marktwirtschaft anderen Ordnungen überlegen? Weil sie die Effizienz von Markt und Wettbewerb mit dem sozialen Zusammenhalt, sozialer Chancengleichheit, mit der Garantie sozialer Nachhaltigkeit verbunden hat. Und es gilt seit den 90er Jahren für die ökologische Frage, weil wir gelernt haben, weil wir verstanden haben, wir werden nur, so wie auch die Debatte jetzt ist, müssen wir nicht sehr viel stärker bei unseren Entscheidungen angesichts auch technologischer, wissenschaftlicher Entwicklungen Nachhaltigkeit als eine zentrale Dimension mit bedenken. Und wenn das so ist, muss man auch das miteinander verbinden. Es ist übrigens auch ganz schnell zu überlegen, wer heute die Debatten verfolgt und hört, dass wir unter der Sorge um nicht so hohe Wachstumsraten dann ganz schnell, so geht es immer, in Konjunkturprogramme flüchten. Der mag mal eine Sekunde darüber nachdenken, ob sich solche Konjunkturprogramme nun auch nur annähernd mit irgendetwas verbinden lassen, was mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun hat. Das wäre das exakte Gegenteil. Und deswegen, glaube ich, ist es schon von entscheidender Bedeutung, dass wir uns daran erinnern, nur wenn wir die verschiedenen Elemente miteinander zusammenbringen. Und das ist in der Tat die Stärke von Maß und Mitte. Das ist der Grundgedanke der Union, nicht in die eine oder andere Richtung und notfalls auch zeitversetzt, mal in die Richtung, mal in die gegenteilige, sondern es zusammenführen, nur daraus erwächst generell, nicht nur in der Ökologie, auch in der Politik, Nachhaltigkeit. Man muss ja bei der Wachstumsdebatte, die Bemerkung muss ich dann machen, nachdem Sie schon die schwarze Null erwähnt haben, man muss ja bei der Wachstumsdebatte immer im Blick haben, dass wirtschaftliches Wachstum am Ende nur entsteht, wenn wir entweder mehr Arbeitsleistung haben, also mehr oder höhere Qualität bei der Arbeitsleistung. Das ist am Ende Innovation, Produktivitätsfortschritt. Wir haben eine geringe Steigerung der Produktivität und deswegen hilft alles nichts. Wer glaubt, wir könnten über die Steigerung der Produktivität hinaus Wachstum erzielen durch irgendwelche Konjunktur- oder Schulden- oder sonstige Programme, der wird am Ende immer nur scheitern. Das ist übrigens der Grundgedanke der nicht ganz so blöden Schuldenregel im Grundgesetz, die übrigens nicht von mir, sondern noch zu Zeiten von meinem Vorgänger, der Steinbrück, stammt. Nur damit man diejenigen, die glauben, das sei alles ein Fetisch, sich mal daran erinnert, das hat alles seinen ordnungspolitischen Sinn und seine Logik und die sollte man nicht ganz vermeiden. Und wenn wir schon wissen, dass wir, obwohl wir in der Demografie eine Zunahme der Bevölkerungszahl in Deutschland haben, mit all den Wanderungsproblemen, die wir damit verbunden haben. Wir haben ja insgesamt, und zwar in dem Gebiet der neuen Länder, die niedrigste Bevölkerungszahl seit vielen Jahrzehnten, aber wir haben in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt die höchste Zahl der in diesem Land aufhältigen Menschen, wie jetzt die Statistiker sagen, die wir in der Geschichte hatten. Wenn wir diese Verschiebung haben, wenn wir gleichzeitig aber weniger Arbeitsstunden bei einem relativ ordentlichen Beschäftigungsstand haben, wenn wir also sehen, dass das, was unter dem Stichwort Work-Life-Balance wichtiger für die Menschen wird, was gar nicht zu kritisieren ist, sollten wir aber nicht glauben, wir könnten mit irgendwelchen artifiziellen, künstlichen, finanzpolitischen oder geldpolitischen Maßnahmen ändern. Das wird nichts am Ende funktionieren, das ist nicht nachhaltig und deswegen geht es nur über Bildung,
über Integration, die Menschen qualifizieren für das, was der Arbeitsmarkt braucht und eben in dem Sinne dann mit einer auf Nachhaltigkeit angelegten Politik. Die zweite Bemerkung in diesem Zusammenhang, Oswald von Nell-Breuning, auch daran muss man sich erinnern, Sie haben das beide, Sie haben ja Herr Blume gerade auch hier angesprochen, hat ja davon gesprochen, warum die soziale Marktwirtschaft anderen überlegen ist. Weil sie dem Menschen mehr entspricht, seiner Doppelnatur. Wir sind eben unglaublich befähigt, aber wir machen auch jeden Mist, auch mit unserer unglaublichen Befähigung. In Grundsatzreden sagt man dann, das ist die Doppelnatur des Menschen, vor allen Dingen die Protestanten, wir Protestanten sagen das und so. Aber es hat unheimlich viel zu tun. Oswald von Nell-Breuning hat gesagt, die soziale Marktwirtschaft überfordert den Menschen nicht moralisch, aber sie nimmt ihn auch moralisch in die Pflicht auch nicht unterfordern. Auch das ist der Grundsatz und auch das ist als Leitplanke für die Frage, wie wir Nachhaltigkeit gewähren, und das ist ja der Sinn eines Impulses vor einem Werkstattgespräch. Ich soll ja nicht hier die Lösungen vorwegnehmen, sondern ich soll Sie anregen, dass Sie die richtigen Leitplanken Diskussion haben. Und deswegen ist ökonomisch so wichtig, dass wir die Kosten, die der Verstoß gegen Nachhaltigkeit oder Klimawandel speziell verursacht, internalisieren. In dem Moment, wo die Kosten wirklich ausgewiesen werden, was wir früher in der Ökonomie nicht gemacht haben, die haben wir alle vernachlässigt, wird es für Unternehmer und für Verbraucher, sind ja nicht nur die Unternehmer, sondern sind vor allen Dingen die Verbraucher. Wir kaufen was Billigeres und Besseres. So funktioniert die Marktwirtschaft, so funktionieren die Menschen. Und wenn die Kosten sich drin enthalten sind, dann wird die Intelligenz des Marktes uns helfen, die besseren Lösungen zu finden, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, um das Klima besser zu schützen. Der Erfindungsreichtum des Marktes, der durch nichts zu überbieten ist. Und im Übrigen ist es auch besser, weil wir diese Riesenaufgaben nur mit Zuversicht lösen können. Ich will aber die Bemerkung hinzufügen, natürlich braucht es auch Grenzen. Wer nur dem Markt vertraut, ach Gott, wenn Sie 8 Jahre Finanzminister waren, da können Sie sich, da lernen Sie die Menschen kennen. Ich habe ja mitgemacht, bei den meisten Dummheiten der Union in den letzten 40 Jahren war ich immer dabei. Ja, es hilft nichts. Als wir Deregulierung betrieben haben. Für den Finanzplatz Deutschland kann es gar nichts Besseres geben als Deregulierung, Deregulierung, Deregulierung. Am Schluss hatten wir so dereguliert, dass der Markt sich selber zerstört hat und gerade noch so glücklich haben wir es gemacht. Deswegen, es braucht Grenzen. Freiheit ohne Grenzen funktioniert nicht. Freiheit braucht Grenzen, Regeln. Sie braucht auch jemanden, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Daran ist schon der Ludwig Erhard in den 60er Jahren, den 70er Jahren zunehmend verzweifelt, weil sie sich nicht daran halten wollten. Diejenigen, die von der sozialen Marktwirtschaft so schnell reden, haben dann oft selber sich nicht daran geachtet. Freiheitsordnungen ohne Regeln zerstören sich selber. Und das ist auch bei der Nachhaltigkeit zu bedenken. Wir werden nicht drum herum kommen, den Wahnsinn zu verbieten auch, dass wir Müll produzieren. Wir trennen ihn ja unglaublich und dann exportieren wir den Rest nach Indonesien und wundern uns über die Vermüllung der Meere. Liebe Leute, wenn wir das nicht verbieten, das ist mit dem Markt alleine nicht zu schaffen, dann wird es nicht gehen. Und ich habe die Debatte noch über Müllverbrennung in den 90er Jahren, wo wir es getrennt haben, dann haben wir es nach Sizilien geschafft, heute sagen wir, oder nach Süditalien, heute sagen wir die Italiener, und was da Verhältnisse sind. Liebe, das kann nicht wahr sein. Wir müssen das, was wir von unserer Produktion dann übrig haben, müssen wir dann schon selber irgendwo, soweit wir es nicht recyceln können, beseitigen. Es gilt auch für andere Fragen. Sinn hat vor kurzem mal wieder darauf hingewiesen. Es gibt natürlich auch das Green Paradox. Der Markt ist so erfindungsreich, dass er unter Umständen, wenn wir all die neuen Formen, wie man doch noch Öl finden kann, um die Endlichkeit von Ressourcen zu überwinden, das ist auch gefährlich. Deswegen brauchen wir neben dem Markt auch klare Regeln und Begrenzungen. Andernfalls wird es nicht zu schaffen sein. Dann gibt die nächste Bemerkung, die möchte ich auch sagen, auch für die Werkstattgespräche. Wir müssen immer an das Prinzip denken, dass wir nicht die hundertprozentige Lösung so lange suchen dürfen, dass wir nichts machen. Wir können
in der Suche nach der Perfektion werden wir immer scheitern. Und am Ende, man könnte da die bürokratische Wirklichkeit in Deutschland ein Stück weit damit auch beschreiben. Am Ende ist die Gefahr groß, dass wir auf der Suche nach der perfekten Lösung gar nichts hinkriegen. Und dass es am Ende so ist, dass wir von einer unglaublichen Schwerfälligkeit sind. Also sollten wir auch uns in dieser Frage an Poppers Grundgedanken vom Piecemeal Engineering erinnern. Lieber ein nicht perfekter Schritt in die konkrete Richtung, als auf der Suche nach der perfekten Lösung am Ende gar nichts zu machen. Also second best ist allemal besser als nothing. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Schritte gehen. Ich habe bei, ja Gott, Finanztransaktionssteuer und alle diese wunderbaren Sachen, da konntest du ja auch immer sagen, ja, das stimmt natürlich alles, es gibt immer Argumente dagegen. Was können wir schon machen, wo wir nur 2% des CO2-Ausstoßes weltweit verursachen? Naja, bei einer Bevölkerungszahl, die ungefähr 1% der Weltbevölkerung entspricht, haben wir immerhin pro Kopf im Durchschnitt doppelt so hoch. Und damit bin ich schon bei der nächsten Leitplanke für unsere Debatten, für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wir müssen die globale Dimension immer im Blick halten. Die Welt ist heute so verbunden, dass alles, was wir national machen, überhaupt nicht mehr wirkt. Und das heißt, wir werden die Probleme nur lösen können, nicht durch Verzicht bei uns, sondern durch Innovation, durch das Mobilisieren der großen Kraft von Innovation, von wirtschaftlich-technischem Fortschritt, der in der marktwirtschaftlichen Ordnung liegt. Das gilt im Übrigen für den globalen Fragen noch für Mercosur. Wir haben gerade die Debatte mit dem Regenwald im Amazonasgebiet. Sollen wir jetzt das Mercosur-Abkommen daran scheitern lassen? Oder sollen wir nicht besser nutzen, solche Handelsabkommen, auch wenn sie nie hundertprozentig perfekt sind? Da sind wir schon wieder bei Second Best. Schritte in die Richtung zu gehen, weil es ohne die noch weniger wird. Das ist ein schwieriger Schritt, den man immer wieder abwägen muss, aber man muss es mitbedenken. Und im Übrigen brauchen wir natürlich unsere überlegene wirtschaftliche, technologische Möglichkeiten, um die globale Dimension von Nachhaltigkeit und Klimawandel ein Stück weit stärker einzubringen. Und dabei gibt es, dritte Bemerkung, muss die CDU auch immer sagen, CDU, CSU, wenn wir nicht begreifen, dass es uns, denen es besser geht als dem Durchschnitt der Menschheit, noch immer, und den meisten Menschen übrigens, viel in unserer Nachbarschaft, schon in Süd- und Ost-Mitteleuropa, im nahen Mittleren Osten, von Afrika gar nicht zu reden. Wenn wir nicht ein existenzielles Zukunftsinteresse daran haben, dass es anderen auch besser geht, dann wird es uns in der Zukunft schlechter gehen. Und das gilt nicht nur, aber im Besonderen auch beim Klimawandel. Deswegen ist unsere globale Verantwortung, unser globaler Gestaltungsehrgeiz alles andere als altruistisch. Er ist im besten Sinne nur richtig verstandenes Eigeninteresse. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Bedingungen immer wieder bedenken müssen. Ich habe schon gesagt, die Kosten internalisieren, darauf achten, dass wir die Lösungsfähigkeit des Marktes benutzen und dann immer wieder daran denken, dass wir von den Realitäten ausgehen, dass wir also beschlossene Maßnahmen auch umsetzen. Aber dann dürfen wir uns auch nicht immer vor den konkreten Widerständen vor Ort zu sehr zurückschrecken lassen. Wenn ich an die Energiewende denke und daran, dass wir in der Offshore-Technologie und der Winderzeugung große Kapazitäten haben, aber wir kriegen die Leitungen nicht hin. Dann haben wir irgendwann zumindest in Bayern beschlossen, Herr Blume, dass die Leitungen alle unter der Erde kommen. Das macht sie natürlich auch ein Stück effizienter. Inzwischen haben wir aber auch Widerstand gegen die Stromfernleitungen unter der Erde. Das Ergebnis ist nur, wir haben gar keine und wir haben zu wenig. Und deswegen wird die Energiewende Not leiden. Inzwischen haben wir, ich komme aus dem Schwarzwald, die Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen. Wir können auch da es immer weitermachen. Deswegen, wir müssen darauf achten,
dass wir die Dinge auch implementieren. Sonst werden wir an letzten Endes scheitern, wieder und wieder. Und wir sind in der Implementierung in vielen Bereichen allenfalls zweit-, wenn nicht gar drittklassig. Ich will ein letzten Problem ansprechen. Ich sagte ja, sie sind nur global zu haben. Es wird auch nicht zum Nulltarif zu haben sein. Darauf hat unsere Parteivorsitzende vor kurzem zu Recht darauf hingewiesen. Wir müssen den Menschen sagen, umsonst geht es nicht. Deswegen sollten wir auch nicht sagen, es wird niemand etwas kosten. Es gibt es nicht zum Nulltarif. Es gibt nichts zum Nulltarif. Und politische Führung, und das ist die Aufgabe der Union, verlangt Ehrlichkeit. Aber deswegen müssen wir zugleich sagen, so teuer der Klimaschutz auch sein kann, kein Klimaschutz wird teurer. Daran kann es auch keinen Zweifel mehr geben. Übrigens hat darauf schon als einer der ersten Herbert Kruhl hingewiesen. Sie war in den 70er Jahren Mitglied unserer Partei. Und das gehört nicht zu unseren großen Erfolgen. Dass er sich dann nicht mehr bei uns wohlgefunden hat. Er hat sich dann auch bei anderen nicht wohl empfunden, das ist klar. Aber das ist eine andere Frage. Wenn wir damals schon, wir haben vieles auch ein Stück weit versäumt. Und jetzt ist es an uns, dass wir diese gesellschaftliche Mammutaufgabe, die mit dem Klimaschutz und mit der Nachhaltigkeit heute vor uns liegt, dass wir das als Potenzial begreifen. Und wenn wir es nicht als Bedrohung begreifen, sondern als eine Chance und als ein Potenzial, dann kann es uns vielleicht auch ein bisschen aus der Starre und aus der Saturiertheit heraushelfen, in die wir ja durch in Jahrzehnten wachsenden Wohlstands teilweise auch geraten sind. Also Aufgaben machen ja erfinderisch. Aufgaben können auch mobilisieren, können Vertrauen in uns stärken und können uns helfen, den Überdruss oder all die Spaltungen und Unzufriedenheiten, über die wir uns in dieser Woche auch schon viel intensiv diskutieren und die wir spüren, vielleicht können wir es ein Stück weit dadurch überwinden, dass wir uns auf unsere Aufgaben besinnen. Und hier liegt eine große Aufgabe, die uns auch ein ganzes Stück weit Orientierung geben kann. Die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, generationenübergreifend. Wir sind Meister der Mülltrennung. Wir sparen Energie oder Plastiktüten ein. Wir haben ein fast romantisches Naturbewusstsein für die Natur, für Wald, Fauna und Flora. Aber wir haben ein riesiges Potenzial in Forschung und Entwicklung. Wenn wir das jetzt richtig ausschöpfen, dann können wir den Wandel im 21. Jahrhundert mitgestalten und nicht Zaungäste werden. Und wer, wenn nicht wir, kann das wirklich leisten? In diesem Sinne, viel Erfolg.